Meinungsfreiheit und Urheberrecht. Zwei große Themen, zwei wichtige Themen, die gerade bei der EU-Urheberrechtsreform aufeinander prallen. Warum ist eine Neuregelung nötig? Warum jetzt? Die letzte Reform des Urheberrechts liegt 17 Jahre zurück. Seither hat sich das Internet dynamisch entwickelt. Wir stellen insbesondere fest, dass die Betreiber großer Plattformen große Geschäfte machen und dazu die Inhalte nutzen, die andere geschaffen haben. Und deswegen muss ein sinnvoller Ausgleich geschaffen werden. Meinungsfreiheit bleibt gewährleistet, es gibt keine Zensur. Aber dort, wo Inhalte genutzt werden wollen, die geschützt sind, müssen die Inhaber dieser Rechte zustimmen und muss auch eine Vergütung erfolgen. Und was bedeutet das jetzt für mich als User? Darf mir Google keine Zeitungsartikel mehr vorschlagen? Kann ich mich da nicht mehr sozusagen frei bewegen und aussuchen? Also die Betreiber der Plattformen, diejenigen, die Inhalte hochladen, müssen Klarheit haben. Auf der anderen Seite müssen diejenigen, die geschützte Inhalte besitzen, das können Journalisten sein, das können Künstler sein, Fotografen, die müssen auch sicher sein, dass ihr geistiges Eigentum auch im Internetzeitalter weiter geschützt wird. Und deswegen müssen sie den Zugriff auf dieses Eigentum haben. Wer das nutzen will, der braucht die Einwilligung der Rechteinhaber und er muss dafür bereit sein, eine Vergütung zu zahlen. Darüber muss man jetzt verhandeln. Es gibt übrigens eine Reihe von Staaten, die das vertraglich mit großen Plattformbetreibern geregelt haben, wo Plattformbetreiber Milliarden Euro im Jahr zahlen, um solche Inhalte nutzen zu können. Aber das kann nicht auf der Basis von bilateralen Verträgen mit Staaten und Plattformbetreibern alleine stattfinden, sondern im Binnenmarkt der Europäischen Union brauchen wir dazu eine gemeinsame, einheitliche Regelung. Und deswegen ist es richtig, dass die Europäische Union dafür sichere Rahmenbedingungen setzt. Wird das denn zum Beispiel die Zeitungen retten, die gegen die Digitalisierung oder die Folgen für sich ankämpfen? Das lässt sich schwer voraussagen, aber umgekehrt kann man sagen, wenn man geistiges Eigentum nicht bereit ist zu schützen, dann wird es verlegerische Leistungen in Zukunft nicht mehr geben können. Und damit wird schon deutlich, dass das einen tieferen Grund hat, dass man geistiges Eigentum schützt. Wer das nicht tut und glaubt, sich bei allem bedienen zu können, der macht diese künstlerische, journalistische Szene direkt kaputt. Es ist gerade auch für uns Deutsche mit einer langen Tradition von Dichtern und Denkern schon wichtig, dass ein Land, das rohstoffarm ist und sozusagen von Geist, von Hirn, von Kreativität und Innovation lebt, dass wir auf der Seite derjenigen stehen, die geistiges Eigentum auch weiter schützen, auch im Internetzeitalter, denn das Internet kann kein rechtsfreier Raum sein. Vielen Dank.